Hallo zu diesem neuen Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe aus dem Gebiet der Stochastik, die so ähnlich im Abitur 2024 gestellt wurde und aus dem Aufgabenpool entnommen wurde. Übrigens, alle Videos dieser Abi-Serie und ein Arbeitsblatt zum Download ist hier oben verlinkt und in der Videobeschreibung. Worum geht's? Es geht um die Wahrscheinlichkeitsverteilung, Erwartungswert und Standardabweichung. Und dann haben wir zwei Aufgaben, wo jeweils eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angegeben ist. Und in Aufgabe A müssen wir den Wert einer Zufallsgröße bestimmen, wobei wir den Erwartungswert dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung zu verwenden haben. Und in Aufgabe B geht es um die Standardabweichung. Aber schauen wir zunächst auf Aufgabe A. Die Tabelle 1 gibt die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße x an, die den Erwartungswert 4 hat. Dann haben wir jetzt hier die Wahrscheinlichkeitsverteilung und wir sollen den Wert von K4 berechnen. Und K4 ist ja der Wert der Zufallsgröße, die mit der Wahrscheinlichkeit 1 Zehntel auftritt. So, wir gehen mal daran. Wir haben hier die Information gegeben, dass der Erwartungswert unserer Verteilung 4 ist. Also e von x ist gleich 4. Und jetzt müssen wir überlegen, wie der Erwartungswert definiert ist. Und es war ja so, dass wir den Erwartungswert berechnen, indem wir immer den Wert unserer Zufallsgröße mit der zugehörigen Wahrscheinlichkeit multiplizieren und dann dazwischen aufaddieren. Wenn du noch ein bisschen Background brauchst, schau dir dieses Video nochmal an. Also, wir rechnen Zufallsgröße mit dem Wert 1, tritt mit der Wahrscheinlichkeit 1 Viertel auf, dann plus Zufallsgröße 2 mit der Wahrscheinlichkeit 3 Zehntel plus Zufallsgröße 5 mit der Wahrscheinlichkeit 7 Zwanzigstel plus, und jetzt, unsere unbekannte Zufallsgröße K4 mit der Wahrscheinlichkeit 1 Zehntel. Das ist die Berechnungsvorschrift für den Erwartungswert und das soll laut Aufgabenstellung 4 sein. Übrigens war zwar jetzt hier nicht verlangt, aber du kannst dich natürlich davon überzeugen, dass das auch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ist, denn wenn du diese Wahrscheinlichkeiten hier alle aufsummierst, kommt nachher 1 raus. Okay, also wir haben jetzt hier eine Gleichung mit einer Unbekannten, nämlich K4. Und nach Zusammenfassen und Vereinfachen können wir K4 ausrechnen. So, wenn wir jetzt hier gucken, können wir das hier auf den Hauptnenner 20 bringen. Dann müssen wir ein Viertel mit 5 erweitern. Und dann sind das hier oben 5 Zwanzigstel mal den Vorfaktor. Den kann ich nach oben auf den Zähler schreiben. Also ist 1, dann plus Zehntel erweitern wir mit mal 2. Das sind dann 6 Zwanzigstel mit dem Vorfaktor 2 multiplizieren. Hier steht schon 5 mal 7 Zwanzigstel und hier steht, ich lasse jetzt mal hier die K4 hier vorne stehen, 1 Zehntel sind 2 Zwanzigstel und das soll 4 ergeben. So, das hier sind 5 Zwanzigstel plus 12 Zwanzigstel plus 35 Zwanzigstel plus K4 mal 2 Zwanzigstel und das ist 4. So, jetzt können wir diese Brüche hier addieren. 5 plus 35 sind 40, plus 12 sind 52, also ist das hier 52 Zwanzigstel plus K4 mal 2 Zwanzigstel gleich 4. Diese 4 schreibe ich jetzt mal als 80 Zwanzigstel. Um jetzt nach K4 aufzulösen, subtrahiere ich auf beiden Seiten 52 Zwanzigstel. Dann bleibt K4 mal 2 Zwanzigstel übrig und 80 Zwanzigstel minus 52 Zwanzigstel sind 28 Zwanzigstel. Um jetzt K4 zu erhalten, multiplizieren wir mit dem Kehrwert von 2 Zwanzigstel, also 20 halbe. Und dann ergibt sich 28 Zwanzigstel mal 20 halbe. Dann können wir kürzen, 20 gegen 20. Und 28 gegen 2 sind 14 gegen 1. Und so haben wir K4 berechnet, denn K4 ist 14. Und damit haben wir Aufgabe A erledigt. Also wenn K4 gleich 14 ist, dann hat diese Verteilung den Erwartungswert 4, wie gefordert. So, dann kommen wir zur Aufgabe B. Die Tabelle 2 zeigt einen Ausschnitt aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße y mit dem Erwartungswert 6.
So, und wir sehen, dass wir hier nur einen Ausschnitt haben. Wir haben nur zwei Paare gegeben, wo wir die Zufallsgröße und die zugehörige Wahrscheinlichkeit hier angegeben haben. Der Rest ist nicht bekannt. Und wir sollen zeigen, dass die Standardabweichung von y größer als 3 ist. Wie gehen wir jetzt daran? Okay, weil es angegeben ist, wird es wahrscheinlich auch wichtig sein. Also wir wissen, dass der Erwartungswert unserer Zufallsgröße y ist 6. Worauf wir gucken, ist die Standardabweichung von y, die man ja mit Sigma schreibt, also Sigma von y. Und hier soll man zeigen, dass das größer 3 ist. Jetzt könnte man ja denken, oh, das ist ja problematisch. Wir haben ja nur einen Ausschnitt von unserer Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben. Wie sollen wir dann überhaupt Sigma richtig ausrechnen können? Vielleicht wird sich ja das gleich noch ergeben. Also überlegen wir erstmal, wie ist die Standardabweichung definiert? Die Standardabweichung ist doch die Wurzel der Varianz von y. Ich verlinke nochmal hier oben nochmal ein Video dazu. Und die Varianz war doch ein Ausdruck, bei der man die Wahrscheinlichkeit für eine Zufallsgröße, also die Wahrscheinlichkeit ist jetzt hier 3 Fünftel, für die Zufallsgröße mit dem Wert 1, wo man diese Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dem Quadrat des Abstandes von dieser Zufallsgröße vom Erwartungswert. Und diesen Abstand können wir beschreiben als den Wert unserer Zufallsgröße hier 1 minus den Erwartungswert. Und den haben wir ja gegeben als e von y ist gleich 6. So, dann geht es weiter mit Plus. Und dann können wir natürlich jetzt hier keine Werte einsetzen. Also schreibe ich hier wieder Plus, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und dann das gleiche wie hier vorne. Die Wahrscheinlichkeit 1 Siebtel mal in Klammern Wert der Zufallsgröße 6 minus dem Erwartungswert ebenfalls 6. Klammer zu zum Quadrat. Diese 6 ist also der Erwartungswert, dann wieder Plus, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und über das alles hier wird dann die Wurzel gezogen. So, und vielleicht siehst du schon, worauf das hinausläuft. Obwohl wir die Standardabweichung jetzt nicht exakt berechnen können, können wir aber feststellen, ob dieser Wert schon größer 3 ist. Dazu rechnen wir hier aus, was wir hier haben. Also Wurzel von 3 Fünftel mal, hier steht jetzt in Klammern 1 minus 6 sind minus 5. Das wird quadriert. Dann plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Plus 1 Siebtel mal. Hier steht jetzt 6 minus 6 ist 0. Also das zum Quadrat. Plus Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dann fassen wir weiter zusammen. 3 Fünftel mal minus 5 in Klammern zum Quadrat. Also minus 5 quadriert ist 25. Also hier mal 25. Plus, Pünktchen, 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 plus, dieser Term ergibt 0, plus und so weiter. Und dann im nächsten Schritt können wir diese 25 im Zähler gegen diese 5 im Nenner kürzen. Dann steht hier 5, Eintel. Und 3 mal 5 sind 15. Und dann steht da 15 plus irgendwelche Zahlen. Diese Zahlen sind ja alle positiv, weil diese Quadrate immer alle positiv sind und die Wahrscheinlichkeiten sind auch positive Zahlen, also hier werden alles nur Zahlen addiert und somit ist dieser Ausdruck Wurzel 15 plus bla 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 mindestens, also größer gleich Wurzel 15 und Wurzel 15 ist eine Zahl, die größer 3 ist. Warum kann man das sagen? Ja, weil 3 Quadrat wäre ja 9, 4 Quadrat wäre 16. Also ist Wurzel 15 irgendeine Zahl zwischen 3 und 4, aber auf jeden Fall größer 3. Aber wir haben gezeigt, dass die Standardabweichung von y größer 3 ist und das sollten wir auch zeigen. So, wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du auch mir und meinem Kanal helfen könntest, indem du möglichst viel von dem hier machst, denn damit zeigst du dem YouTube-Algorithmus, dass es wertvollen Content auf meinem Kanal gibt. Schreib gerne was in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen
reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen, alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet. Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathehoch 13. Ab Level 2 erhältst du vorab Zugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanalmitgliedschaftsbutton, das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao!